Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen beim Pfingst Ultramarsch 2021. Läuft so ähnlich wie an Ostern, nur dieses Mal mit 2 Personen pro Team. Und es soll an diesen 3 Tagen, also von Samstags auf Montags, soll dann 120 Kilometer gelaufen werden. Ja, ist eigentlich realistisch soweit. Das wären dann pro Person 60 Kilometer, also jeden Tag 20 Kilometer. Ich wollte heute diese Strecke gleich durchlaufen, aber Petrus scheint mir da ein bisschen Strich durch die Rechnung zu machen. Also heute Morgen wollte ich auch schon ein paar Zeiten loslaufen. Und ja, da hatte ich Regen und Sturm vom Feinsten. Ich habe da noch ein bisschen gewartet jetzt. Bin jetzt halt ja, 3 Stunden später losgezogen, als ich eigentlich wollte. Was natürlich jetzt meinen Zeitplan komplett durcheinander macht. Aber ja, kann man nichts machen, muss man halt dann das Beste draus machen. Ja, etwa 8 Kilometer haben wir jetzt hinter uns, aber ich muss sagen, Leute, ich komme hier vorwärts wie eine Schnecke heute Morgen. Regenjacke an, Regenjacke aus, ja, dann kommt die Sonne, dann hast du die Regenjacke an, dann fange ich schon deine Dinger an zu ölen wie irre. Also, ich wäre mal dankbar, wenn ich da eine Alternative hätte. Regenschirm scheidet aus, da ich hier die Nordic Walking Stücke bei mir habe. Und da brauche ich dann die Hände frei. So, das hier sieht aus, wie wenn hier der Blitz eingeschlagen hätte und den Baum hier gespalten und gebrutzelt hat. Ja, krass. Warte mal rein. Ja, also alles verkohlt hier. Momentan ist das Wetter recht kühl, aber das ist kein Problem, man kann es ja dementsprechend anziehen. Nur nervig ist halt immer, wie ich es vorhin die ganze Zeit hatte, Regenjacke an, Regenjacke aus. Ja, weil wenn die Sonne rauskommt, fängt man an zu schwitzen unter der Jacke wie irre. Und ja, es ist einfach nervig dann, macht dann keinen Spaß. So wie es jetzt momentan aussieht, scheint es gleich wieder der nächste Regenguss bevorzustehen. Und ja, ich bin jetzt ja hier im Wald, da bin ich ein bisschen geschützt. Ja, ich wollte jetzt heute ein bisschen mehr an Kilometer machen. Eigentlich wollte ich die 60 Kilometer schon gleich laufen.
Aber durch diese enorme Zeitverzögerung heute Morgen werde ich das wahrscheinlich auch staffeln. Ja. So, vielleicht heute 30 und dann die restlichen zwei Tage dann 15 Kilometer. Naja, schauen wir mal, wie es jetzt wird, das Wetter. Und ja, machen kann man jetzt eh nichts dran. Man muss jetzt halt das Beste draus machen. Hallo, ja, so 12 Kilometer habe ich jetzt ungefähr hinter mir. Momentan scheint die Sonne, es war windig, aber es ist zum Aushalten. So, hier runter, es war eben eine ganz üble Sache, alles voll Matsch und Morast. Da scheinen sich auch öfters Pferde zu bewegen, man sieht nämlich Hufabdrücke im Boden. Und folgt mal der Strecke mal hier runter. Und jetzt habe ich meine neue Wanderschuhe wirklich bezahlt gemacht. Ich habe ja die ganze Zeit immer Laufschuhe getragen. Jetzt letztens durch meine Entzündung im rechten Fuß bin ich mal auf Wanderschuhe umgestiegen, damit ich mit dem Fuß einen besseren Halt habe bei unwegsamem Gelände. Und ja, ich bin da jetzt mal am Testen. Bis jetzt geht's. Ich habe jetzt glaube ich 14 Kilometer auf dem Buckel und ja, etwas tut der rechte Fuß weh, aber ja, es geht soweit. Ist halt immer eine langwierige Sache, wenn man irgendwas am Fuß hat, da der Fuß ja immer belastet ist und ja, allein von Berufswegen kann ich mir schon gar nicht erlauben, den Fuß mal 4 Wochen hochzulegen. Das funktioniert bei mir nicht. So. Jetzt haben wir natürlich hier die Qual der Wahl. Nirgends ein Wegweiser. Und da würde ich sagen, im Zweifelsfall immer geradeaus. In der Ferne höre ich eine Straße. Also scheint da vorne irgendwo auch die Autobahn oder so zu sein. Ja, gehen wir jetzt mal einfach der Straße nach. Festgelegte Route habe ich heute eigentlich nicht. Und schauen wir mal, was dabei herauskommt. Ne? Mal gucken, wo wir jetzt rauskommen. Dort oben ist die Autobahn und jetzt gehen wir mal hier drunter durch.
So, hier ist eine Ortschaft. Also Leute, ich habe keine Ahnung, wo ich bin ich ehrlich. Ja, aber nichtsdestotrotz, denkt daran, Christoph Kolumbus wollte ursprünglich nach Indien und ist in Amerika rausgekommen. Ja. Alle großen Männer der Geschichte haben sich irgendwann mal verfahren oder verlaufen. Mal gucken, wo ich bin. Also die Fahrzeuge hier haben Homburger Kennzeichen. Also bin ich noch im Homburger Kreis. Naja, jetzt gucken wir mal, wo wir rauskommen. Natürlich, ich könnte jetzt Google Maps rausholen und könnte meinen Standort bestimmen. Aber das wäre ja zu einfach. Also, ich bin in Kohlhof, das gehört noch zu Neunkirchen. Und ja, jetzt weiß ich auch wieder, wo ich bin. Und ich würde sagen, dann gehen wir mal weiter. Hallo, Leute, ich könnte echt kotzen hier heute Morgen. Na, also momentan regnet und stürmt es mal wieder. Könnt ihr euch mal selbst überzeugen. Gerade unter einer Brücke, habe ein bisschen Zuflucht gesucht und warte jetzt mal ein paar Minuten. Und wenn sich das jetzt wieder gelegt hat, dann werde ich weiterziehen. Aber ja, es macht heute keinen Spaß. Ja, also schon richtig hier die Fresse dick heute. Ja, ich bin jetzt in Limbach. Ich wollte jetzt ja nach Kirkel noch gehen und diesen Waldlehrpfad noch gehen, aber mit diesem Wetter macht das, glaube ich, keinen Sinn. Ja, also ich werde jetzt Limbach, dann Richtung Homburg und werde dann wieder Richtung nach Hause gehen und werde dann auch die Tour dann dort abbrechen, weil ja, ich habe jetzt schon wieder einen kleinen Regenguss bekommen, habe gleich wieder ein bisschen anhalten, die Regenjacke anziehe und ja. Ich würde sagen, warten wir mal 5 Minuten und dann gehen wir weiter. Ich bin jetzt kurz vor Homburg. Regnet dort momentan nicht. Aber wie ihr hinter mir seht, ja, sieht man es. Ja. Also die nächste Regenfront ist im Anmarsch. Da ist die ganze Zeit die Sonne geschienen und ja, jetzt holt mich doch die Regenfront wieder ein. Schätzt, dass es gleich wieder losgeht. Das ist auch ein Auf und Ab mit der Temperatur. Immer ist es angenehm warm. Dann, wenn der Wind kommt mit der Wolke, wird es gefühlte 10 Grad kälter. Und ja, ich werde das gucken, dass ich in die Stadt runterkomme, bevor der nächste Regen wieder loslegt. Und ich dann wieder nass werde. Ich bin jetzt in Homburg, 21 Kilometer bin ich jetzt gelaufen und gehe jetzt Richtung Bahnhof. Also ein Drittel habe ich schon mal schon geschafft, trotzdem miese Wetter teilweise hier. Morgen soll das Wetter naja, genauso beschissen werden und am Montag sogar noch schlimmer. Ja, gut. Die Sehenswürdigkeiten, die ich eigentlich mitnehmen wollte, konnte ich leider nicht mitholen, weil einfach das Wetter zu schlecht war. Aber ja, das werde ich nachholen, versprochen. Gott, für heute verabschiede ich mich jetzt mal hier. Ich nehme jetzt am Bahnhof den nächsten Zug nach Hause. Und
ja, wird dann morgen, werden wir uns dann wiedersehen. Bis dann. Hallo. Herzlich willkommen zum zweiten Teil des Pfingst-Ultramarsches. Das Wetter heute, naja, so bescheiden wie gestern. Ich muss da runter. Aber ja, machen wir heute das Beste draus. Heute wieder das Ziel 20 Kilometer. Die liebe Ramona, ups, bin ich beinahe auf die Schnauze geflohen, die ja auch läuft, hat gestern schon 34 Kilometer zurückgelegt. Ja, da muss man natürlich nachlegen, das ist logisch. Und hat ein paar wunderschöne Bilder gemacht, die möchte ich euch jetzt mal zeigen. Ja, das war jetzt wirklich mal Graffiti-Kunst vom Feinsten. Ja, also ich verurteile das ja auch immer, wenn Häuser und Brücke oder Lost Places mir verschmiert werden. Aber an Fläche, wo das okay ist, ne, finde ich schon, dass da mal schon großartige Künstler am Werk sind. Gut, wir gehen jetzt mal weiter. Ich hoffe, dass es heute mal nicht regnet, obwohl es schon wieder so aussieht. Ich filme gerade mal nach oben. Sieht grau aus. Aber egal, solange es nicht regnet, sind mir die Wolke ehrlich gesagt egal. Von der Temperatur her 15 Grad, optimal. So, dann die Sage, weiter geht's. Ich werde mich jetzt hauptsächlich in diesem Wald hier aufhalten, weil ich dem Wetter da nicht traue. Regenschutz habe ich heute keiner dabei, weil ich war gestern so absolut genervt. Ich habe gefühlte 15 Mal müssen anhalten. Regenjacke an, Regenjacke aus. Ja. Wie gesagt, die Regenjacke schützt mir vor Regen, aber ich schwitze ja jetzt schon bei 15 Grad. Ich fange darunter unheimlich an zu ölen. Also, wenn von euch Zuschauer mir da einen Tipp geben kann, welche Jacke da am besten ist, schreibt es unten in die Kommentare rein und dann
werde ich da mal googeln, wenn ich da von euch gute Empfehlungen bekomme. So, ich liebe es, wenn du immer mal ein bisschen Abwechslung im Weg drin ist. Ist ein bisschen rutschig und matschig, aber das fördert die Kondition und die Konzentration. Gerade wenn man schon ein paar Kilometer auf dem Buckel hat, finde ich das auch noch ganz klasse, weil was einem recht schnell auf die Psyche schlägt, ist, wenn man kilometerlange einfache Wege hat. Kenne ich jetzt zum Beispiel beim Köln-Ultrapfad. Und dann wird man da schnell unkonzentriert, ja, und überdrüssig. Und ist mal froh, wenn man dann mal ein bisschen Abwechslung drin hat. So, es kommt noch so eine kleine Stelle. Diese Strecke geht jetzt bergauf. Und später laufen wir diese Strecke dann bergrunter. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Kann zwar passieren, dass ich mich auf die Fresse lege, aber ja, das gehört irgendwie dazu. Ein Geländelauf, ohne sich schmutzig zu machen, ist kein Geländelauf. Gut, dann sehen wir uns gleich oben wieder. Bis dahin. Das geht hier ziemlich gut bergauf. Da muss man schön ein bisschen schnaufen. So, wir sind oben. So, wir wären mal hier oben. Ich war gerade gucken, wie es ausschaut mit den Kilometern. Ja, 4,3 Kilometer haben wir bis jetzt. Und jetzt machen wir gerade unten eine kleine Schleife. Und dann laufen wir den Weg wieder zurück. Das, was wir jetzt bergoben gehabt haben, das
haben wir jetzt Berg runter. Und das werde ich auch die ganze Zeit dann filmen, weil Berg runter macht richtig Spaß, macht richtig Fun. Wichtig ist immer trinken. Ich persönlich habe immer pures Wasser dabei. Oder ich nehme diesen Himbeersirup, das man in jedem Supermarkt zu kaufen bekommt. Ein bisschen unten auf der Boden drauf und der Rest mit Wasser, dass man gerade so den Geschmack hat. Und ja, ist für mich das Beste. Ja, Isostar, das soll ich da, ja, das ist nicht so meins. Ne? Wer das trinken will, gerne, aber mein Fall ist das nicht. Okay, dann würde ich mal sagen, gehen wir weiter. Heute habe ich mich richtig bandagiert am rechten Fuß. Ja, da ich gestern wieder Schmerzen gehabt habe. Heute habe ich jetzt eine Stützstrumpf jetzt angezogen. Da drauf noch eine Fußbandage. Und auch der Wanderschuh gut zugeschnürt. Mal schauen, ob es hilft. So. Ich habe euch ja versprochen, dass ich euch den Weg runter zu uns mit runternehme. Ja, das wäre schon zum zweiten Mal, weil ich will euch was erzählen über meine eigene Dusseligkeit. Ja, ich bin eben da runtergerannt und ja, wie ich fast unten war, hat ich dann plötzlich die Kamera abgeschaltet und ich hatte festgestellt, dass ich vergessen hatte, auf Aufnahme zu drücken. Ja, deswegen ist halt die Kamera dann ausgegangen. Aber, tja. Pech gehabt, dann machen wir das Ganze nochmal. Ja. Okay, dann würde ich sagen, ja, bleibt dabei und jetzt geht's wieder runter. Hier muss man schon sehr aufpassen. Also wenn ich berg runter gehe, dann bewege ich mich immer im leichten Laufschritt. Die Stöcke hole ich auch hoch, weil ich es nicht riskiere auszurutschen und dann in die Spitze vom Stock zu fallen. Und dann liegst du im Wald als 100 Kilo Schaschlik. Zweitens, ich mache gerne den Laufschritt aus dem Grund, die Muskulatur, die beim normalen Wandern und der Nordic Walking beansprucht wird, die kann da mal ein bisschen entspannen. Dafür werden dann wieder andere Muskelgruppen betätigt. Und ja, es macht auch Spaß. Ne? Da kann man einfach das Körpergewicht nach vorne verlagern und die Schwerkraft zieht einem runter. Da muss man halt nur noch schauen, dass die Beine mitkommen. Sonst gibt es eine Vollbremsung mit der Unterlippe. Ich
habe die Strecke normalerweise in jeder Hand, habe ich dann einen Stock, und da ein bisschen zu balancieren. Und falls man doch ins Stolpern kommt, kann man sich noch ein bisschen mit abfangen. Es gibt Leute, die ja immer sagen, bergrunter geht fast von allein. Gebe ich nicht teilweise recht, aber bergrunter geht viel mehr auf die Gelenke. Berghoch werden halt mehr die Muskeln beansprucht und natürlich auch die Kondition, das ist klar. Dafür trainiert man ja. Jetzt sind wir fast unter. So, jetzt haben wir es geschafft. Ja, wie gesagt, bergunter hat man gern so einen Laufschritt. Und ja, macht einfach Spaß. Ist mal was anderes. Und man kommt trotzdem ins Schnaufen und ins Schwitzen. Ja. Und mal ganz ehrlich, ich muss euch mal was zeigen. Ja, so müssen Schuhe nach dem Training aussehen. Genauso wie die Hosen. Weil alles andere ist ganz einfach, ja, ist Kindergeburtstag. Ja, gehen wir hier hoch.
So, hallo. Ich möchte euch mal gerade kurz noch was zeigen. Und zwar ist das hier ein Projekt, das im Saarland stattfindet. Das nennt sich dann hier diese Saarsteine. Gehen wir mal näher ran. Sieht man auch, was da drauf steht. Ja, das ist so ein Projekt, das da auch zum Beispiel bei Facebook stattfindet. Man bemalt Steine, setzt die irgendwo aus und der die dann sieht, macht glaube ich ein Foto davon, stellt es dann in die Gruppe oder nimmt sie mit, legt sie wieder woanders da aus, legt dann seine eigene hin. Irgendwas habe ich da noch so dunkel in Erinnerung. Ist euch eigentlich eine schöne Sache. Ich habe da jetzt schon mitbekommen, dass da einiges auch nicht so rund läuft, weil manche die Steine mitnehmen nach Hause und sie sich statt ins Regal irgendwo stellen. Und das ist ja nicht Sinn und Zweck von der ganzen Aktion. Aber wie das immer so ist, es gibt immer ein paar Quertreiber, die meinen halt, sie müssen da aus der Reihe tanzen. Schade für das Projekt dann, weil irgendwann hat der Betreiber des Projekts auch keine Lust mehr und wird das Ganze vielleicht früher oder später abblasen. So, wir haben ungefähr, ist grob geschätzt, 11 Kilometer schon auf dem Buckel für heute. Und das Wetter ist toll soweit noch, es regnet nicht, das macht schon viel wert. Gestern nach 11 Kilometer war ich schon klatschnass. Ich werde jetzt vielleicht den Wald verlassen und ja, werde noch eine Runde durchs Dorf drehen, um auch noch ein bisschen Kilometer schrubben zu können. Also heute Abend meint es Petrus ganz gut mit mir. Wir haben hier schönes Wetter. Ich drehe mich mal hier ein bisschen. Nee, andersrum. So, also die Sonne geht bald unter. Und ja, das Wetter hätte ich jetzt gestern gebraucht. Aber ich muss sagen, es hat heute Vormittag, den ganzen Vormittag geregnet in Strömen. Ist erst so gegen heute Mittag, ja, 14, 15 Uhr hat's nachgelassen, ist abgetrocknet und ja, ich werde jetzt die Tageshelligkeit noch ausnutzen, für die 20 Kilometer voll zu machen und morgen gibt es dann den Rest. Morgen werde ich nicht so viel filmen können, da ich morgen auf der Arbeit bin und dort die Kilometer runter machen kann. Und hab dann Verständnis, dass ich da nicht großartig filmen kann. Sonst habe ich jetzt knapp über 14 Kilometer. Ja, die restliche fast 6, die setzen wir jetzt auf einer Backe ab. Und ich glaube, Ramona glaube ich heute nicht so viel gelaufen. Ich glaube nur 11. Ja, aber ja, egal, die 120 packen wir auf jeden Fall zu zweit. Also das ist jetzt ja wirklich kein Hexenwerk. Ja, das sind für jeden Tag 20 Kilometer. Also das ist dann schon zu schaffen. Ja, natürlich hat Ramona heute wieder ein paar Fotos geschossen. Und die zeige ich euch jetzt mal. Viel Spaß! Thank you.
So, ich melde mich noch mal kurz. Ich habe noch etwa 2,5 Kilometer. Und ja, heute war wirklich ein guter Tag, hat wirklich Spaß gemacht. Das Wetter hätte mir so heute Morgen schon so sein, dann wäre ich dann früher raus und hätte ich mit Sicherheit mehr Kilometer geschafft. Jetzt ist kurz nach 9. Ich muss sagen, die Idee mit diesem Stützstrumpf und diesem Stützverband, die waren jetzt nicht schlecht. Also ich merke am Fuß gar nichts, also es hat gut gehalten. Ja, ansonsten kann ich wieder jedem empfehlen, ja, rausgehe, ja, Arsch von der Couch runter und sich bewege. Ja. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben jetzt 6:15 am Pfingstmontag. Und heute ist ja der dritte Tag der Challenge. Ja, ich muss noch etwa 17 Kilometer. Die brauche ich noch. Und dann habe auch ich 60 Kilometer voll. Und dann ist die Challenge für mich auch beendet. Ja, also 20 Kilometer im Schnitt jetzt pro Tag. Ich würde sagen, das ist nichts Unmenschliches, das ist nichts Übernatürliches. Das ist eine Strecke, die kann man ganz normal bewältigen. Die ersten 5 Kilometer nehme ich euch noch mit. Danach muss ich leider arbeiten. Ich habe heute eine 12-Stunden-Schicht. Und auf der Schicht selbst kann ich noch ein paar Kilometer zurücklegen, damit ich heute die restlichen Kilometer noch wegbringe. Ja, heute Morgen bin ich ein bisschen in der Seile, weil ich habe noch bis heute Nacht 2:30 habe ich noch Videos geschnitten. Und ja, wie das halt so ist, ich habe komplett die Zeit vergessen. Aber naja, gut. Pech gehabt, da müssen wir jetzt durch. Und auch diese Schicht wird an mir vorbeigehen. Dann, ja, sag ich mal, bis gleich. So, Freunde, ich bin jetzt schon fast am Ziel, auf der Arbeit. Und ja, somit beende ich das Video jetzt hier. Die restlichen Kilometer kann ich euch leider nicht zeigen. Und wenn euch das Video gefallen hat, ja, lasst einen dicken, fetten Daumen da. Abonniert den Kanal und teilt das Video auf Facebook, Instagram und was es sonst noch so gibt. Ansonsten kommt gut durch die Woche und denkt daran, geht raus. Ja, bewegt euch, sonst auf der Couch werdet ihr nur faul und fett. Ansonsten, ja, würde ich sagen, bis zum nächsten Video und tschüss.